Nee, das hier will ich noch gucken. Das ist doch bestimmt lustig. Diesem Gesichtsausdruck kombiniert mit der dazugehörigen typischen Handbewegung konnte wirklich keiner entkommen, der in den letzten Monaten online war. Khaby Lame hat TikTok in Rekordzeit mit seinen Parodien auf nutzlose Lifehacks erobert und könnte sogar TikTok-Queen Charli D'Amelio in Kürze vom Thron stoßen. Ist Charli D'Amelio von über TikTok berühmt geworden? Ich habe immer gedacht, dass sie einfach eine Sängerin ist oder sowas. In diesem Video verraten wir euch, woher Khaby kommt, wie er aufwuchs und wie er schneller als jeder andere vom No-Name zum Superstar wurde. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach, und schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ihr die Videos von Khaby so findet. Am 9. März 2000 unter dem Namen Kabane Lame als Kind von senegalesischen Eltern in Westafrika zur Welt und ist somit heute 21 Jahre alt. Also voll Als jung noch, Khaby ne? ein Krass. Jahr alt war, wanderten seine Eltern mit ihm und seinen vier Brüdern nach Italien aus, wo die Chillig. Familie seitdem in Sozialwohnungen in armen Verhältnissen Nicht so lebte. chillig. Obwohl Khaby bisher immer noch nicht die italienische Staatsbürgerschaft erhalten hat, war er immer glücklich in Italien. Italien zu leben. Nach eigener Aussage musste er als dunkelhäutiger Mensch unter Italienern auch nie Rassismus erleiden und liebte es, wie alle zusammenhielten, egal woher sie kamen. Schon als kleines Kind hatte Khaby den Wunsch, später einmal Comedian zu werden, doch dieser Wunsch sollte sich erst einmal nicht erfüllen. Chillig. Nach der Schule arbeitete Khaby nämlich erst einmal bei Amazon und war später als Arbeiter in einer Luftfilterfabrik in der Nähe von Turin tätig. Obwohl er nie viel Geld verdiente, ermöglichte ihm sein Fabrikarbeiterjob auf eigenen Beinen zu stehen und zudem auch in einer eigenen kleinen Mietwohnung zu leben. In seiner Freizeit beschäftigte sich der 21-Jährige vor allem mit seinen Hobbys Musik hören, Schwimmen, Fitness und Fotografie. Dann aber kam Auch geil, sie sagen so, ja, beschäftigt sich mit denen und den Hobbys und zeigen ein ganz anderes Bild, alright. im März 2020 das, was Khaby damals als echte Katastrophe wahrnahm, weil er ja noch nicht ahnen konnte, wie sich sein Leben dadurch zum Positiven verändern würde. Aufgrund der Pandemie feuerte ihn die Fabrik nämlich und plötzlich stand der Senegalese Oh ganz no. ohne Job da. Und das ausgerechnet in einer Zeit, wo kaum eine Firma irgendjemanden einstellte. Ohne Aussicht auf eine neue Arbeitsstelle und mit leerem Portemonnaie zog Khaby also wieder bei seinen Eltern ein. Und weil Khaby nicht nur arbeitslos war, sondern in Italien auch noch ein strenger Lockdown herrschte, fing er bald an, sich unglaublich zu langweilen. Um sich zu unterhalten. Er fing an, sich unglaublich zu langweilen, wie ich bei den Videos mit dieser eintönigen Stimme. Lud er dann TikTok herunter und fing am 20. März 2020 an, seine ersten eigenen Videos hochzuladen. In diesen Videos, die er etwa alle 1 bis 2 Tage postete, testete Khaby TikToks Filter, übte Dance Moves zu Musik und machte somit kurz gesagt noch nichts, was ihn von Millionen anderen Usern abgehoben hätte. Und so war es auch wenig verwunderlich, dass die Videos des gelangweilten jungen Mannes kaum jemanden interessierten. Und er nur wenige Das ist mein Face, wenn ich vor TikTok scrolle. Aufrufe erzielen konnte. Das sollte sich aber schlagartig ändern, als Khaby auf TikTok im November 2020, also etwa 7 Monate, nachdem er seinen Account eingerichtet hatte, ein Video eines wirklich dummen Lifehacks entdeckte. In dem Video war zu sehen, wie jemand sein Oberteil in einer Autotür eingeklemmt hatte und als Lösung zu einer Schere griff und das Oberteil abschnitt. Was? Junge, wie dumm. Der hätte einfach losfahren sollen. Khaby entschied sich auf dieses Video, eine einfache Lösung zu posten. Er filmte sich selbst dabei, wie er neben einem Auto stand, in dessen Tür sein Sweatshirt eingeklemmt war. Um das Problem zu lösen, öffnete er einfach die Tür, befreite sich und setzte anschließend das erste Mal seinen typischen Gesichtsausdruck auf. Und machte dazu seine Handbewegung. Eine Stark. Kombination, durch die ihn heute inzwischen alle kennen. Das Video wurde damals sofort Alter. zum viralen Hit und erreichte unglaubliche 50 Millionen Aufrufe. What the fuck, Bro? 255
Abi war sofort klar, dass er sein Erfolgsrezept gefunden hatte und fing an, ab da fast nur noch Videos zu posten, in denen er unnötig komplizierte und dumme Lifehacks von anderen TikTokern parodierte. Innerhalb kürzester Zeit explodierten seine Followerzahlen bei TikTok und Instagram und während er es bei Insta mittlerweile schon auf unglaubliche 28 Millionen Abonnenten bringt, ist es auf TikTok noch viel krasser. Innerhalb weniger Monate ließ er Topstars wie Will Smith, The Rock oder Jason Derulo hinter sich und überholte auch mühelos bekannte Influencerinnen wie Bella Porch oder Addison Rae. Kabi Lames Account wurde zum schnellst wachsenden Benutzerkonto, das es auf TikTok je gegeben hatte. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos hatte er bereits über 85 Millionen Abonnenten. Somit stand weltweit tatsächlich nur noch Charli D'Amelio vor ihm. Kabis Vater hingegen, ein gläubiger Muslim, beeindruckte der Erfolg seines Sohnes nur wenig. Stattdessen versuchte er seinen Sohn immer wieder dazu zu motivieren, sich auf normale Jobs zu bewerben, anstatt TikTok zu machen. Ganz nebenbei zu seiner Social-Media-Karriere gelang es Kabi Lame übrigens auch noch privat sein Glück zu finden. Achtung. Und das ebenfalls nur durch das Internet. Nachdem der TikToker nämlich bereits im Oktober 2020 zufällig über eine Antwort auf eine Instagram-Story in Kontakt mit einem Mädchen gekommen war und die beiden sich eine Weile hin und her schrieben, bis der Kontakt abriss, trafen sich die beiden später ebenfalls zufällig das erste Mal in der Stadt und erkannten sich wieder. So kamen sie auch mal im echten Leben ins Gespräch und fanden sich direkt sympathisch. Nachdem Kabi das Mädchen mit dem Namen Saira Nucci fragte, ob sie mit ihm ausgehen wolle und die beiden ihr Date anschließend in einem McDonald's verbrachten, wusste Kabi, dass sie die Richtige war. Saira war nämlich an ihm als Mensch und nicht als TikToker interessiert. Also ich habe immer das Problem, dass alle Frauen immer nur an mir als TikToker interessiert sind. Weil meine TikToks sind halt so crazy, Mann. Also, ja, was soll ich sagen? Was Kabi sehr glücklich machte und was auch genau das war, was er sich gewünscht hatte. Mittlerweile sind die beiden schon seit einem halben Jahr ein Paar. Seit Kabi Lames raketenhaften Aufstieg fragen sich viele Menschen nun, ob es wirklich nur sein unverwechselbarer Gesichtsausdruck, das auf die Schippe nehmen von Lifehack-Videos und seine Handbewegung sind, die ihn so unfassbar erfolgreich machen. Tatsächlich spielt dem 21-Jährigen aber wohl auch noch eine ganz andere Sache in die Hände. Dadurch, dass er in seinen Videos auf Sprache verzichtet, verstehen die Menschen weltweit seinen Humor. Ganz gleich, welche Nationalität sie haben. Ein weiterer Faktor dürfte sein, dass Kabi einfach authentisch ist. Statt aufgestylt in Markenkleidung und mit teurem Schmuck, präsentiert sich der TikToker in den meisten seiner Videos in normaler Alltagskleidung und er inszeniert seine Videos und Bilder auch nicht großartig. Stattdessen ist Kabi Lame auf dem Boden geblieben und wohnt tatsächlich immer noch bei seinen Eltern in deren kleiner Wohnung. Jetzt wird's aber Zeit, jetzt kommt die Villa. Anders als viele denken, hat der schnelle Ruhm Kabi wahrscheinlich auch noch nicht reich gemacht. Er hat zwar schon einen Manager, bisher hatte er aber erst wenige Kooperationen, wie zum Beispiel mit dem Nudelhersteller Barilla oder einem Magazin, für das er modelte. Außerdem erhält er Geld aus dem Creator Fund von TikTok. So lautet zumindest ist die offizielle Version. Auf manchen Internetseiten hingegen wird geschätzt, dass der 1,85 Meter große TikToker, der auch bei einer Agentur als Influencer unter Vertrag steht, längst ein Vermögen von 1 bis 2 Millionen Dollar besitzt. Natürlich, klar. Gibt es auf TikTok sowas wie AdSense? Ja, aber es lohnt sich gar nicht. Ich glaube, man kann da nicht so viel tatsächlich verdienen. Also ich glaube, auf TikTok verdient man irgendwie so, keine Ahnung, 1 Cent für
Selbst dazu geäußert hat sich Kabi übrigens nie, denn obwohl er weltweit in der Öffentlichkeit steht, gibt es einige Bereiche in seinem Leben, die er diskret behandelt. So sind zum Beispiel auch weder die Namen und Berufe seiner Familienmitglieder bekannt, noch gibt es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Fotos oder Videos aus der Zeit vor seiner Social-Media-Karriere. In einem Interview sagte der junge Star einmal: "Ich war auch vorher glücklich. Ich bin immer glücklich. Dass ich jetzt Erfolg habe und in Rankings auftauche, ändert daran nichts." Dennoch hat Kabi Lame zwei große Träume, von denen sich zumindest einer mit genug Geld erreichen ließe. Er möchte seiner Mutter nämlich irgendwann mal ein Haus schenken. Sein zweiter Wunsch lässt sich allerdings nicht kaufen. Da Kabi sein gesamtes Leben bis auf das erste Jahr in Italien verbrachte und hier sein gesamtes soziales Umfeld und seine Heimat hat, wünscht er sich sehnlichst, dass er doch noch irgendwann die italienische Staatsbürgerschaft erhält. Als positiver Nebeneffekt könnte er mit dieser auch wesentlich unkomplizierter reisen als mit seinem senegalesischen Pass und so auch andere Länder kennenlernen. Das war's nun auch schon mit der unbekannten Wahrheit über Kabi Lame. Ja, okay. I guess, ich meine, ganz nettes Video, nicht wahr? Also, na klar, doch, ja, also, ja.